Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Paper Mario, bei mir. So, was ist da drin? Die andere Seite. Warum rüberlaufen? Wenn man genauso gut einfach durch eine Röhre gehen kann. War ja klar. Was? Hat da gerade einer im Pfeilkreis geklaut? Ich werde wahrscheinlich bestraft, wenn ich den Falschen will. So, da rein. Dreh das Ding einmal für mich. Hab ihn umgebracht. Und das war der Richtige. Guck mal, bin ich nicht ein Genius zur Abwechslung? Ich habe ein Haus gebaut. Und ein weiteres Schatzmini. Die Papierflugstaffel. Und ein Kampf. Komm, ich gönne euch mal einen Kampf zur Abwechslung. Ich habe immer noch nicht das Ding ausgemacht. Ich muss da es jetzt mal nach der Runde echt machen. So, 700. Ich habe aber keinen Bock, das selbst zu machen. Easy. Zwanghafte Stiefel und umnieten. Ich kann sogar es vermasseln und töte trotzdem. Da. So lang gehen die Kämpfe in den meisten Fällen. Und jetzt einmal kurz. Das hatte ich halt echt nur für dieses eine Ding da gemacht. Ich habe hier halt auch noch, dass die Kampfzeit automatisch verlängert wird. Das habe ich mir extra für diese Bosskämpfe gemacht, damit ich wesentlich mehr Zeit habe, das zurechtzurücken. So, das jetzt wieder normal machen. Ich werde von einem riesigen Cooper belästigt. Komm, den killen wir eben. Komm her. Ich kann ja mit dem nach da hinten laufen. Und tschüss. So, hier ist noch ein Block. Ich denke mal, diese Glocke, die bräuchte ich hier echt nicht. Oder doch? Also versteckt sind die Sachen jetzt wirklich nicht so gut. Ja, der Glutkrater Pragmachus. Die uns gerade eben belästigt haben. Oh, guck mal, der hat ein Bild von Olivia noch hier gelassen. Und hier ist angeblich auch noch mal was versteckt. Man sieht aber nichts.
Muss wahrscheinlich auf der anderen Seite auch noch was finden. Spiel, was willst du jetzt in diesem Moment von mir? Ich suche... Und finde nix. Spiel! Was verlangst du schon wieder von mir? Ach so. Das sieht man ja auch so gut. Einmal das runter. Das muss natürlich weg. Der muss runter. Nee, das war falsch. Den weg. So, jetzt stimmt es. Wie gesagt, gut versteckt sind die wirklich nicht. Also hier zumindest. Aber man konnte das lilane Ding da unten ja auch relativ gut sehen, ne? Das hätte selbst ein Blinder gesehen. Und das nächste Rätsel. Mario, schnappt den Arsch. So viele von denen. Und ich spring erstmal nochmal da runter. Eine Scharenschlacht. Eine sehr, sehr große Scharenschlacht, würde ich sagen. Ich glaube, das tue ich euch mal nicht an. Das war anstrengend. Wehe, es kommt jetzt nicht ein Boss. Gib mir den Bossgegner. Ich krieg einen leeren Raum. Doch nicht. König Olli. Du gibst einfach nicht auf, Olivia. Dir muss wirklich was an jenen ungefalteten Gestalten liegen. Erbärmlich. Aber das ist auch nicht mehr weiter wichtig. Meine Vision eines perfekten Origami-Königreichs ist fast erfüllt. Was, du willst noch immer deinen bösen Plan durchsetzen? Warum hörst du nicht endlich auf? Wie kannst du es wagen, an mir zu zweifeln? Ohne mich gäbe es doch in dich noch nicht einmal. Ich bin es mir leid, mich erklären zu müssen. Ihr lässt mir keine Wahl.
Ein Tacker. Der letzte, der im Büro begraben, oder wie das hieß. Hey, das ist doch das Ding. Dieses Ding hat mich so zugerichtet, wie ich jetzt bin. Ja, du musst diesen Kampf gewinnen, kapiert? Tu es für mich, deinem besten Feind. Fass. Als wäre das ein Hund. Ja, toll. Ich liebe die Kämpfe mit den Dingern, ne? Ich würde mal sagen, springen ist eine dumme Idee. Wie es bellt, wie es schnappt, wie piekig seine Klammern sind. Eigentlich müsste ich mich so langsam dran gewöhnt haben, gegen Bürobedarf zu kämpfen, aber das Teil sieht super bissig aus. Hier, warte mal, dieses Ungetüm muss der Grund sein, warum sich unsere Freunde nicht entfalten lassen. Er hat sie geklammert. Diese Bestie von einem Wachhund mag Teil der Bürobedarf gerade sein, aber wir werden ihn schon zeigen, wie man Oigassi geht. Oigassi, den fand ich schlecht. Erstmal, damit ich sehen kann, wo ich langlauf. Mach ich jedes Mal. Empfiehlt sich auch. Einfach um zu sehen, wo man langläuft. Da kann man ruhig 100 eben kurz opfern. So, ich nehme eine Kiste mit. Ich nehme das mit. Und hau dann ordentlich einmal drauf. Achte darauf, wie viele Klammern in seinem Maul stecken. Wenn er nachladen muss, ist das deine Chance. Wahrscheinlich muss ich dann den packen. Schade, ich habe nicht das Einteil aber direkt mitgeholt. Nicht springen wahrscheinlich. Ich mach erstmal hauen. Ich kann einen Wurfhammer werfen, der ist ungefähr, als würde man springen. So. Das juckt dir nicht so sehr. Der verliert dadurch Klammern, wenn man ihn trifft. Aua. Festgeklammert und bewegungsunfähig. Autsch. Warte mal, das hat nur 24 gemacht? Das sah mega brutal aus. Will ich wissen, was der mir jetzt antun will? Dann nehme ich einen Einschalter mit. Und da hole ich mir direkt das eine Teil zum Greifen mit. Aus der Nähe tackert er dich mit zwei Klammern fest. Aus größerer Entfernung schießt er mit 8. Okay. Wenn ich weiter weg bin, schießt er. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt. Ich kann ihn auf jeden Fall prügeln und damit die Klammern alle raushauen. Aua. Wie viele Klammern in der mich reingehauen hat. Aber jetzt muss er doch safe nachladen. Ah, das wäre wahrscheinlich der Punkt. Da hätte ich dann draufhauen müssen. Naja, das ist jetzt doof gelaufen, ne? Da kann ich nur das hier mitnehmen. Mir die Kiste gönnen. Und dann zumindest mit den Stiefeln einmal drauf.
Bei einem Sprung verliert er 4 Klammern. Okay, ich sollte nach Möglichkeit doch eher springen. Ich dachte, springen wäre halt der Tod für mich. Boah, springen macht ihm richtig viel Schaden. Also das ist wahrscheinlich der erste Boss, wo ich nicht 20 Minuten für brauche. Der hat jetzt rote Klammern. Macht das noch einen Unterschied oder sind die einfach nur fürs Optische? Ojemine, diese Klammern sind total rot geworden. Ich komme mir vor wie in einem Horrorfilm. Die sehen viel gefährlicher aus als die normalen Klämmerchen. Das kann nichts Gutes heißen. Also nach Möglichkeit sollte ich den Angriff von hinten ausführen, damit der schießt, anstatt zu beißen. Warte mal, dem können wir doch eigentlich sogar nachhelfen. Die Kiste dahin und wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste ich eigentlich vom Weiten jetzt angreifen. Ich sollte auf jeden Fall mit einem Sprung angreifen. Ja, ich greife jetzt von sehr weit weg aus an. Und so weit springen sollte für Mario eigentlich kein Problem darstellen. Ist ja egal, ob der Schaden frisst, der muss diese Klammern verlieren. Aber welchen Unterschied machen jetzt die roten Klammern? Aua. Also die Devise ist wirklich vom weiter weg aus anzugreifen. Eine Ewigkeit später. So, erstmal so. Ich komme auf jeden Fall über den Schalter. Und so aktiviere ich den auch. Jawohl. Können wir so lassen. Ja, das mit dem Hammer und den Springen weiß ich schon. Schön, dass ich ihn so nochmal neu bekämpfen muss. Weil man muss die Bosse zweimal töten. Für eine Trophäe. Und tschüss. Ich habe ihn aufgebrochen. Jawohl. Also einen Teil vom Kampf habe ich wahrscheinlich schon wieder rausgeschnitten, aber es ging eigentlich diesmal. Wird Bowser jetzt eigentlich wieder normal? Weil der wurde ja auch getackert, oder nicht? Hey, da ist doch irgendwas weggeflogen. Ich fühle mich gleich viel weniger verklemmt. Und das ist vielleicht die Chance, Bowser endlich zu entfalten. Jawohl, der einzig wahre ist zurück. Hurra, ich bin wieder der Alte und wir reden nie wieder davon, klar. Und so siehst du also Möglichkeit aus, Bowser. Du bist ja richtig groß und stark. Und etwas Angst kriegt man vor dir auch. Aha, fast kleine Latterdame. Jetzt schauen wir mal, was deine Nervensäge vom Bruder zu meiner wiedererlangten Form sagt. Außerdem würde ich auch gerne Prinzessin Peach zeigen, dass ich wieder mein charmantes Selbst bin. Also bist du auch wesentlich nützlicher wahrscheinlich. Auf jeden Fall sage ich jetzt hier ciao. Bis zum nächsten Mal. Die Folge ging recht lang. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.